Oligo wieder mit dem nächsten Part und nach wie vor mit mir. Ja, der sich gerade sein Fundament zusammengräbt. Ja. Nee, fair. Groll. Einfach mal einen Kommentar reingeworfen. Hast du Stimmungsschwankungen? Nur ein wenig. Warum? Ich hab grad nicht hingeguckt, sorry. Ich hab 5 Sekunden gebraucht, um zu sterben. An einem Krebs! Na, das ist doch schön. Olli hat Krebs. Weißt du was, ich bin verzweifelt. Fick dein Dödel. Yeah, man. Unser Lieblingsboss von allen. Ich hab keine Ahnung, was gegen den gut ist. Wenn ich Airman nicht pack, dann versuche ich Crashman. Ich gehe jetzt die ganzen Bosse durch. Kannst du eigentlich Dr. Wily schon machen? Nein, ne? Der Sinn von den Robotern ist, einen aufzuhalten, bis man Dr. Wily, damit man alle besiegen muss, dann bis man Dr. Wily macht. Ah, okay. Ja, ich kenne die Story nicht und auch nicht die ganzen Bosse. Nee, das müsste doch von den Mirkus LPs. Hab ich mir nicht angeschaut. Hast du was verpasst? Guckst du dir mal an, die sind affengeil. Okay, ich hab sie schon angeschaut, aber nicht alle. Und ich hab auch Story, jetzt kommt's raus, jetzt kommt's raus. Ich hab nie den ersten Part gesehen, deswegen... Nein! Ich wurde schon einem getroffen, jetzt bin ich runtergefallen. Siehst du das eigentlich noch? Ja, ich sehe das noch. Ah, okay, ich dachte schon. Ready, und jetzt läufst du los. Und es sind hässliche pinke... Wow! Lol. Was ist? Das sieht aus wie ein... ist mir gerade aufgefallen, dass es aussieht wie ein riesiger pinker Vogel mit so einem komischen Punkt zwischen den Augen. Entweder hat ihn gerade einer einen Headshot verpasst... Oder es sieht so aus wie bei den Indern manchmal. Interesting. Wieso bin ich gerade da runtergesprungen? Ja, weiß nicht, weil dir danach war. Könnte sein. Oh, ich weiß nicht, in welchem Mega Man es war, aber es gab so eine geile Waffe, mit der man sich selbst Plattform bauen konnte. Irgendein Item. Item, keine Ahnung, 2 war es, glaube ich, oder 1, oder auf jeden Fall nicht 3. Weil 3 habe ich und so. Ich will das Teil, damit wäre das hier unendlich einfacher. Ja! Ich will hier durch. Duschen. Los. Rusch. Hört sich an wie duschen. Ah, Olli, geht ja, duschen. Ich will hier nicht durchduschen, das kann ich dir sagen. Nein, Tor. Stirb, Tor. Oder Zeus, oder irgendein griechischer Gott mit Ding, Blitz, genau. What up? Als ich das letzte Mal hier war, hatte ich mehr Glück als Verstand. Na, das ist doch schön. Höh, Wolke. Das ist Zeus, wenn ich wissen will. Nos. Wie soll ich denn eigentlich besiegen? Fällt mir gerade auf. Da muss ich wo springen. Ich bin bist tot. Du runtergefallen? Aber ansonsten. Was? So. Ja, ich wusste nicht, ob du tot bist oder nicht. Ja, ich bin tot, also. Ah ja. Und wie gesagt, Crashman. Und ich würde mal sagen, wenn ich. Ich mache es mal ein bisschen Crashman. Das steht so alleine rechts unten. Die links oben sind zu dritten der alleine. Ich erlöse. Okay. Du hast Gefühle. Ich habe doch keine Lust mehr auf die Stage. Du gehst rein, ich habe doch keine Lust mehr. Soll ich guck dir die Stage mal an, das ist doch zum Kotzen. Wow. Lustig. Sag nichts. Wow, ich kann ja auch hoch. Ja, verdammt. Hätte ich dir aber auch so sagen können. Bongos. Was, Bongos? Ja, mein neues. Wow. Oh, du, ich hab zwar ein Drittel vom Leben verloren, aber egal. Okay, während du spielst, möchte ich eine Frage an alle Leute richten, die dieses Let's Play sehen und Minecraft spielen. Findet ihr das auch so bescheuert wie ich, dass man Fleisch nicht stapeln kann? Ich melde mich mal zu Wort, ja. Ja, vor allem man kann Öfen stapeln, man kann Betten stapeln, man kann alles stapeln bis... Ja, gut, man kann aber Öfen stapeln. Ja, man kann alles Mögliche stapeln. Kann man eigentlich diese komischen Boxen, Crafting Tables, genau, kann man die stapeln? Weil das wär's. Warte, ja, ich mach mir gerade zwei im Moment. Ja, aber normal hat man halt keine zwei dabei, das ist klar. 1, 2, 3, 4. Und da ist die zweite und ja, man kann sie stapeln. Man kann alles stapeln, außer... Lol. Nose, nein, ich will das Teil. So, da bin ich jetzt extra runtergegangen für das bisschen Leben. Kann man Eimer stapeln? Nein, kann man nicht. Das kann man auch nicht. Aber das ist noch okay, weil Eimer sind auch irgendwie... Nein, doch, ist sinnlos, dass man das alles andere stapeln kann. Leere... Eimer kannst du ineinander stecken. Hä? Echt? Ja, leere Eimer kannst du doch ineinander stecken. Vom Real Life her, ja klar. Ja, eben. Da ist es immer noch sinnvoller, als wenn man Ofen stapeln, beziehungsweise Ofen tragen kann. Das stimmt auch wieder. Öfen.
nicht Ofen. Das heißt Öfen. Stimmt, scheiße. Egal. 24 Eisen. Dauer, Feuerring. Okay, dann schauen wir mal wieder bei dir vor. Zu LOL, Eisenbahn. Ja, Eisenbahn. Was sind, hast du jetzt mittlerweile den Namen von diesen komischen Nutella-Dosen rausgefunden? Na, diese Dosen da. Welche Dosen? Na, diese fliegenden Zylinder, Nutella-Dosen halt. Ach so, meinst du die da Teile da unten, ne, die da auch waren? Hab ich den Namen nie nachgeguckt. Hab ich den Namen nie gesucht. Hä, von wem hast denn du das? Was? Nutella-Dosen? Maus! Das wollte ich eigentlich verhindern. Meinst du? Nee, dass ich die Namen suche. Letzter Part, du wusstest nicht, wie sie heißt? Ach so, ich kann dir sagen, nein, ich habe sie nicht gesucht. Okay. Stimmt. Ja, wie auch immer. Stimmt. So, tot. Ups, ich habe das... Oh, fuck, ich habe keinen Timer gestellt. Einen Moment. So, erst so, keine Ahnung, scheiße, ich habe 8 Minuten gespielt, genau. Ja, geht. Fuck, scheiß Vögel. Sind wir wieder auf Aufnahme? Ja, sind wir. Selbstverständlich, okay. Wieder auf Aufnahme. Ich wurde gerade zu einem Bitchfight herausgefordert. Von? What the hell? Von wem wurdest du herausgefordert? Das wüsste ich jetzt rate mal. Von Manu? Ja. Lol, hat sie das so geschrieben? Nein. Doch, ja, hat sie. Aber, da, guck dir das hier mal an, das ist doch göttlich. Vogel von rechts, der wirft's ein und es platzt nicht. Ja, das ist doch intelligent. Mhm. Oh, da ist ein E-Tank. Den hole ich mir nicht. Ich müsste dann die ganzen Treppen nochmal runter, hallo? Wie sehe ich aus? Lol, riesiges Ding. Zwei Stück, drei Stück. Genug. Zu viel und die machen scheiß viel Schaden. Egal, ich bin mein Boss. Wie viel Leben habe ich noch? Habe ich schon eins verloren? Nee. No, habe ich nicht. Dann probieren wir mal die... Guck, sie hat das deswegen geschrieben, weil ich gesagt habe, ich kommentiere. Und dann hat sie gesagt, das ist meine Aufgabe. Lol. Achtung! Boah! Achtung! Nervt. Machst du Geile Scheiße. Was? Na, ich treffe ihn nicht, der hampelt die ganze Zeit rum. Ich konnte nicht mal die Waffe ausprobieren, weil ich nicht einmal getroffen habe. Hier, was soll die Scheiße? Egal, ich guck mal, ob es Woods Waffe ist. Ah, stirb. Ist es nicht, okay. Wieso kann ich keinen Start? Was die Helle? Nein, die Waffe hatte ich schon. Oh! Was soll die Kacke? Ich konnte gerade nicht Start machen, das regt auf. Und machst du Schaden? Nicht wirklich. Und der nervt mit seinen scheiß Bomben. Was soll ich denn da machen? Das ist doch zu kotzen. Wie wär's mit Rollen? Ja, Rollen ist immer eine gute Idee. Nein, Wutwaffe nicht. Startmaschine. Nein, die Waffe auch nicht. Scheiße. Ja, du lachst dir natürlich einen am Arsch. Ich mache wieder keinen Schaden. Roll. Also, es war doch keine Herausforderung. Ihr habt nochmal sicherheitshalber nachgefragt. Ah, sehr gut. Oh, weißt du, was noch gleich ins Video reinkommen wird? Nee. Wenn ich nicht aufpasse, shakes and fidget. Hab ich ausgemacht. Ja, ich hab's hinten noch laufen. Sag mir, welche Stage soll ich machen? Ja, Bubble Man, den habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Ah nee, das war der Froschtipp. Ja. Überleg mal, welche Waffen hast du? Ich habe Zeitstopper, Quick Dingsbums, Metal und Holz. Holz könnte gegen Airman oder gegen Bubble Man gut. Gegen Bubble Man eigentlich, würde ich schätzen. Wie wär's eigentlich mit Time? Wenn du die Zeit stoppst, hält der Boss dann auch an? Ja klar. Wie wär's mit Zeitstopper bei Trashman? Ja, aber das Problem ist, bei Zeitstopper bleib ich auch stehen. Da bleibt alles. Stoppel. Ich kann Zeitstopper macht keinen Schaden. Das heißt, der Boss bleibt stehen, aber wenn ich die Waffe, ich kann die Waffe nicht wechseln, während ich Zeitstopper anhabe. Ah, du kannst die Waffe nicht wechseln. Da kann ich mir keinen Schaden machen. Nicht. Quickman hat da Schaden gemacht, aber das war's dann auch.
Wie Airman? Was hast du? Air Bubble Heat. Nee, ich meine die Waffen nochmal. Achso, Woods, dieses komische Boomerang-Dingsbums, Zeitstopper und Metal Blades. Was? Ich würde sagen, wenn es nach... Also ich kann sagen, Boomerang war für Metal. Und Zeitstopper für Quick. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist Holz und Metal. Ich würde sagen, das Holz ist bei Bubble. Nee, Holz und... Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist Holz. Holz bei Bubble. Dann probieren wir Bubble. Weil Pflanzen saugen Wasser auf. Ja, auch bei Pokémon mit dem. Es kommt mit Pokémon. 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 Komm, ich lass sie hinein. Das denke ich jetzt lieber nicht. Nein. Rate ich dir auch. Ich habe 8 Eier. Nein. Achso, ich war gerade bei Pokémon. Du hast 8 Pokémon-Eier. Ich dachte gerade. Hatte ich auch mal schon mal irgendwann. Ich weiß. Aber, nein, ich meinte eigentlich Minecraft. Christ, das habe ich mir dann gerade gedacht. Und ich bin dir dankbar, dass du nicht, anders gedacht hast. Hättest du nichts gesagt, ich wäre nicht drauf gekommen, aber okay. Kurz nachdem ich es gesagt habe, ist es mir eingefallen. Es ist mir sofort aufgefallen. Mir nicht. Ja, mir schon. Ich habe 8 Eier. Na, okay. Das ist alles kein so guter. War... Stirbt doch sehr schön. Ich trinke mal kurz was. Glaub ich so nicht. Es ist ein freies Land, es ist, was du willst und wann du willst. Es ist Braumeister-Limonade von Eichbaum. Alles zurück, das solltest du vielleicht nicht gerade trinken. Das hört sich schon so an. Ist das nicht das Konservierungsmittel vollgepumpt? Ja. Nö, schmeckt nach Radler. Mal schauen. So wie es eigentlich nicht schmecken sollte, aber. Wenn es gut schmeckt, ist egal. Ja, ist wurscht, da ist Malz drin. Nose, die Fische schon wieder. So, schmeckt so wie geiles Radler, ist aber kein Alkohol drin. Weil wir gerade eine Aufnahme machen und weil ich gerade kein Bier trinken wollte. Ich nehm's dir nicht übel. Und ich kann schon wieder nicht schießen. Was soll das? Hallo, wieso geht die Taste nicht? Vielleicht hat dieser komische Frosch die Fähigkeit. Nein, hat er nicht, kann ich dir sagen. Ich kann schon wieder nicht schießen. Was soll das? Probier mal bitte die Wood-Waffe aus. So. An dem Frosch hier. Mhm. So sollte ich dies tun. Also mal gucken, ob er allgemein mehr Schaden macht. Jetzt kann ich wieder schießen. Was soll die Scheiße? Vielleicht überlastet gerade dein Computer ein bisschen. Mega Man. Wow. Scheiß Krebse. Nein, an der Übertragung von Mega Man auf Skype. Das könnte allerdings sein. Wow, es wird dunkel. Du machst quasi einen Livestream. Zwar nur für eine Person, aber du machst einen Livestream. Ja, wieso nicht? Ja, da ist der Endboss. Wobei ich mir gerade überlege, wie man die Waffe einsetzt. Das ist nämlich eigentlich ein Schild, aber ich habe keine Ahnung. Gedrückt halten und dann... Verballer nicht die ganze Muni. Ich wollte wissen, wie man einsetzt. Achtung. Fuck, Bubbles. Hä, wieso kann ich den nicht töten? Was soll die Scheiße? Wieso kann ich ihm keinen Schaden machen? Wieso macht er mir Schaden? Schild. Geht nochmal. Und Waffe all. Genius. Und ich kann nicht schießen, ja, was? Was soll die Scheiße? Also auf meinem Bild schießt du. Ja, jetzt kann ich ja wieder schießen. Eigentlich geht auch mit Power Blaster. Hey, du machst relativ gut viel Schaden. Also ich kann nicht sagen, Mega Blaster ist nicht seine Waffe. Oh, der Timer, egal, den kriege ich noch hin. Wie viel Leben habe ich? Nein, mach eine Pause vorher. Mach das im nächsten Part. Sicher? Ja, okay, ja. Auf Empfehlung von Jojo hin. Also wenn es euch Beschwerden und so, richtet es an ihn. Bis zum nächsten Part.